Wollen Sie damit etwa andeuten, Frau Maywald, die Bewohner der Grafschaft hätten ein Heilmittel gegen die Pest besessen? Das ist doch absurd. Hören Sie, das ist heute schon das zweite unmoralische Angebot, das ich erhalte, und genau wie das erste lehne ich es ab. Sophie, ich bin zu Hause. Sophie, bist du da? Sophie! Ihre Expertise ist für uns von unschätzbarem Wert, Professor Holthausen, und wir werden sie bekommen. Es gab einen Einbruch hier im Dom. Sie haben den Sarkophag des Grafen geöffnet. Da fehlen zwei Mittelhandknochen. Was zum Teufel? Ihr wurdet für schuldig befunden, der Ketzerei in ihrer schändlichsten Form. Ihr seid Magdalene von Plauen. Und ich bin Graf Bernhard von Regenstein. Gut, du erinnerst dich. Ich kann euch nicht heilen. Niemand kann das. Selbstverständlich könnt ihr den Bischof heilen. Wir müssen deinen Vater finden. Er ist hier? Daddy, was haben sie mit dir gemacht? Diese Apparatur wurde konstruiert, um Gedanken zu übertragen. Hirnwellen, um genau zu sein. Doch sie kann noch viel mehr. Wollt ihr den totalen Krieg? Hans, machst du schlapp? Kotz mich bloß nicht voll! Du weißt, was mit den Juden im Osten passiert, nicht wahr? Bitte, lass uns nicht davon reden. Genoss-Oberleutnant, geht es Ihnen gut? Ist alles in Ordnung? Da machen zwei rüber! Halt! Stehen bleiben! Stellt euch mal vor, das Zeug würde auch gegen andere Krankheiten wirken. Wäre das nicht großartig? Das wäre fantastisch. Einfach fantastisch.